Proszę Państwa, witamy znakomitego gościa warszawskich targów książki, panią Hertę Müller. To wielka przyjemność i zaszczyt, że może być teraz z nami. I oddaję głos panu Jürgenowi Bossowi, który również chciałby ją przywitać. Dzień dobry, liebe Hertha Müller, liebe Gäste. Es ist eine ganz große Ehre für mich, für uns, dass Hertha Müller unsere die Einladung des Goethe-Instituts der Frankfurter Buchmesse gefolgt ist und hier mit Adam Zeminski sprechen wird. Für mich ist es nochmal auch ein Zurückkommen, weil ich habe 1992 bei Karl Hanser gearbeitet, als Der Fuchs war damals schon der Jäger erschienen ist. Ein Buch, das mich zutiefst verstört hat. Und ich habe dann später bei der Nobelpreisträgerverleihung verstanden, wenn es über dein, über ihr Werk hieß, es schafft Landschaften der Heimatlosigkeit. Ein Buch, das mich nachhaltig wirklich verstört hat. Und ich bin sehr gespannt und ich freue mich wahnsinnig, jetzt diesem Gespräch folgen zu dürfen. Ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Vielen Dank. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Jestem Adam Krzemiński. Mam zaszczyt poprowadzić tę rozmowę, ale kto z Państwa nie jest za mocny w języku niemieckim, to zapraszam jeszcze po słuchawki, bo można je dostać. A wszyscy albo znają niemiecki, albo słuchawki już mają. Dobra, ja najpierw w paru słowach przedstawię naszą laureatkę, naszego gościa. Jest to jedna z najciekawszych pisarek niemieckich, urodzona w 1953 roku w Wilsdorf, w wiosce w Banacie na pograniczu z Węgrami i Jugosławią. Ta zamieszkała od 300 lat przez szwabskich osadników wioska, przeszła w ciągu XX wieku przez co najmniej trzy państwowości. A więc najpierw Węgry, potem Rumunia Antonescu. Trzymam. A w końcu Rumuńska Republika Ludowa, no i dzisiejsze państwo w Unii. Dziadek Herty Müller był zamożnym rolnikiem i handlarzem towarami kolonialnymi. To ma znaczenie pewne dla naszej rozmowy. Ojciec w 1944 został powołany do Waffen-SS. Matka po wojnie została wywieziona do roboty do Doniecka. Ojciec wrócił z niewoli, w domu i w wiosce mówiło się po niemiecku, także Hertha Müller rumuński poznała dopiero w szkole średniej. Potem w Timișoara studiowała germanistykę i literaturę rumuńską. Związała się z niemieckojęzyczną grupą Arbeitsgruppe Banat. Swe wykształcenie humanistyczne zawdzięcza w dużej mierze Instytutowi Goethego, dlatego że który już był w latach 70. Inaczej niż w Polsce, w Rumunii. Stamtąd miała ten przywilej i to szczęście, że mogła otrzymać najciekawsze, najważniejsze książki, jakie się ukazywały w języku niemieckim. Od roku 76 pracowała jako tłumaczka, nakaz pracy, też to mieliśmy, jako tłumaczka w fabryce. Po 3 latach próbowano ją zwerbować do bezpieki, sekuritate. I tu się zaczyna gehenna, która właściwie ukształtowała dalsze życie, wpłynęła na dalsze życie Herty Müller. Polscy czytelnicy znają tę historię z wielu tłumaczonych, właściwie wszystkie książki Herty Müller były tłumaczone na język polski. To jest Sercątko, to jest wspaniała książka, Dziś wolałbym siebie nie spotkać, to jest Lis, już wtedy był myśliwym, Król kłania się i zabija, Niziny, pierwsza książka, która ukazała się okrojonej wersji jeszcze w Rumunii, potem również okrojonej, ale inaczej trochę w Niemczech Zachodnich. Następnie Człowiek jest tylko bażantem na tym świecie, Głód i jedwab, Huśtawka oddechu. No i wspaniała książka, taka właśnie wywiad rzeka, Moja ojczyzna była pestką jabłka. Te wszystkie książki wydało wydawnictwo Czarne.
Ja spędziłem ostatnich parę tygodni po raz kolejny i muszę powiedzieć na lekturze tej książek Herty Müller i jestem pod wielkim wrażeniem. A teraz zapraszam do założenia słuchawek, bo dalszy ciąg w języku Goethego w wykonaniu Herty Müller, a w moim taki niby Goethego. Haben Sie etwas mitbekommen? Das Schlimmste. Die Begriffe, die man in jeder Sprache versteht. Ja, ja. Donetsk und diese, ja. So viel zur Person. Ich möchte mich jetzt auf Deutsch nochmals herzlich für die letzten Wochen bei Ihnen bedanken, die ich bei der Lektüre Ihrer, nochmaliger Lektüre Ihrer Bücher verbracht habe. Ihre Sprache ist bestechend. Die Präzision, mit der Sie diese enge, kleine Welt dieses Dorfes, der Kleinstadt, dieses Milieus, der Bauern, halbe Arbeiter, Ihre Erniedrigung in diesem Rumänien Ceausescus, des Alltags, die Erniedrigung des Alltags, dann natürlich die Verfolgung, Ihre Verfolgung durch die Securitate, das macht einen ungeheuren Eindruck. Wenn wir aber heute hier an der Weichsel miteinander sprechen, oft in Ihren Gesprächen sagen Sie, all diese Bruderländer in Anführungsstrichen sind gleich gewesen, mehr oder weniger. Natürlich nach einem stalinistischen Prinzip aufgebaut. Dennoch hätte ich eine Frage an Sie. Wie haben Sie damals diese Bruderländer gesehen, 70er, 80er Jahre? Sie sind die Verfolgte gewesen. Natürlich verstehe ich, dass das, was Ihnen passierte, im Vordergrund stand. Aber es gab auch den Prager Frühling 68, es gab bei uns den Solidarność-Kriegszustand. Haben Sie die Vielfalt auch gesehen oder waren Sie so abgekapselt in Rumänien, dass man auf sich selbst zurückgeworfen war? Nein, also wir haben ja, ich meine, wenn man interessiert war, man hat ja diese Diktatur gehabt und das war eine Gegebenheit. Ich bin 1953 geboren, das ist ja das Jahr, in dem Stalin gestorben ist, aber der Stalinismus hörte ja nicht mit diesem Tod auf. Und dann gab es natürlich diese erste finstere Zeit, das war noch Kindheit, das habe ich nur also emotional mitbekommen, von dass immer irgendwelche Leute ins Lager kamen, dass man als Kind von der Straße, auf der Straße das und das nicht sagen sollte, wenn ich in den Kindergarten ging, dass die Eltern sagten, darüber soll man nicht öffentlich reden. Es gab so bizarre Geschichten, wie mein Großvater, der war vor dem Krieg, war der Kolonialwarenhändler und hatte sehr viel Feld. Und das war ja das gutsherrliche Regime. Mhm. Im Rumänischen klingt das rumänische Vokabular ins Deutsche übersetzt, das war immer gutsherrlich dann. Also man hat dann immer was mit herrlich noch zu tun gehabt, da haben wir uns immer amüsiert. Aber mein Großvater hatte dann einen Goldbarren, den er abgeben musste, in den Brunnen geworfen, versteckt. Und von diesem Goldbarren war immer die Rede. Meine Eltern haben im Winter am Tisch gesessen und immer gesagt, wann könnten wir diesen Goldbarren suchen. Und dann durfte der ja nicht existieren. Und dann, wenn ich das mitgehört habe, hat man natürlich mir immer gesagt, ja, nichts von dem Goldbarren sagen. Mhm. Und einmal haben sie dann den Brunnen ausgeputzt, da haben sie gesagt, es ist eine Katze reingefallen und wir müssen den Brunnen ausputzen. Aber eigentlich haben sie den Goldbarren gesucht und sie haben nichts mehr gefunden. Und nicht gefunden. Der war, glaube ich, jetzt ist in Südamerika irgendwo ins Erdinnere gesickert. Ja, und insofern, das gab es früher. Und dann wurde ich in der Stadt sehr schnell politisiert. Mhm. Ich kam dann vom Dorf, ich war mit 15 in die Stadt gegangen, aufs Gymnasium. Und dann fing ich an zu lesen.
Und dann fing ich auch an, Bücher zu lesen. Das am allerersten hat mich das natürlich interessiert, mit dieser deutschen Minderheit, mit der Partizipation am Nationalsozialismus, die Verstrickung. Dann mein eigener Vater, mein Onkel, die ganze Generation war entweder SS oder Wehrmacht. Ich habe dann fast alles, was ich lesen konnte, habe ich darüber gelesen. Ich habe dann zum Beispiel Klempner gelesen, das LTI, ja. Lingua Tertia Imperie. Wir haben auch damals das war Buch verschlungen. Buch, das waren natürlich zwei Bücher. Das eine Buch war über die Sprache der Nazis und das andere Buch war über Missbrauch und Instrumentalisierung der Sprache überhaupt. Und dann sind mir die Augen aufgegangen und dann habe ich auch gesehen, welche Begriffe in diesem sozialistischen Regime wofür eingesetzt werden, wo irgendwas manipuliert wird. Und das war einfach, das waren zwei Bücher da. Und dann hat man natürlich... In Rumänien gab es ja, ich glaube, Rumänien war ja eines der finstersten osteuropäischen Länder. Mit diesem Ceausescu, der war ja auch, es war ja auch der Personenkult dermaßen groß. Es war fast wie nach Stalin, hat es ja in Osteuropa sowas, glaube ich, nicht mehr gegeben. Tito natürlich auch. Und Ceausescu hat sich ja so verherrlichen lassen. Und es war natürlich so ein Überdruss auch von diesem Diktator als Person. Der hat auch gestottert, man konnte seine Stimme nicht mehr hören, seine Reden waren immer ganz lang, jeden Tag. Es war wirklich unerträglich, es war körperlich unerträglich. Und ich habe immer die anderen osteuropäischen Länder beneidet. Also wir haben den Temeswar, das war an der Grenze zu Jugoslawien, nicht weit. Wir haben jugoslawisches Fernsehen gesehen. Da kam zum Beispiel Allen Ginsberg und Peter Orlovsky. Mhm. Das war möglich. Die Jugoslawen hatten was ganz anderes, trotz Tito. Dann, natürlich wusste ich Ungarn 56, natürlich Solidarność, na meine Güte, das habe ich in Rumänien nicht möglich. Also man hat immer darunter gelitten, dass es in anderen osteuropäischen Ländern mehr Dissidenten gibt oder eine Opposition, eine organisierte, die gab es in Rumänien ja nicht. Es gab einzelne Leute und die wurden immer fast immer allein gelassen. Und das waren ein paar Kirchliche, paar Pfarrer, die hat die Kirche dann auch noch von sich gewiesen und die kamen ins Gefängnis. Und dann waren ein paar Leute, die auf eigene Faust irgendwie sich angezündet haben oder was. Und dann hat man manchmal gehört, es gibt irgendwelche Säuberungen in der Armee, dass dort was probiert wurde. Aber es waren ja immer Gerüchte. Man war sich ja nicht dessen bewusst, ob etwas stimmt oder nicht. So wie die Krankheiten des Diktators eine endlose Geschichte waren. Jedes Jahr hat es x Krankheiten gegeben. Immer hat man gehofft, er hat sie wirklich. Und es ist nichts passiert. Und dann gab es auch diesen Witz, Frage an Radio Erivan. Ja. Stirbt man an Halskrebs? Ja, aber er hat es nicht. Und dann wusste jeder, wer gemeint ist. Das war also eine tragikomische Sache. Und ich habe ja mal kein Gewerkschaftsgeld mehr bezahlt, weil ich immer rausgeflogen bin von den Stellen, wo ich, wenn ich mal irgendwie eine Arbeit hatte. Und dann habe ich ja gesagt, ich zahle bei Solidarność. Und ich habe natürlich niemanden gekannt von Solidarność, wie auch. Also zu Osteuropa hatte man gar keine Kontakte, weil wie sollte das passieren? Man durfte ja nicht. Nach Osteuropa war das, glaube ich, schlimmer zu fahren als in den Westen. Das haben sie besonders kontrolliert, denn das fanden sie besonders gefährlich. Und insofern hat man, ich habe Free Europe gehört, ich habe BBC gehört, ich habe Deutsche Welle gehört, alles, was man hören konnte mit Antennen, die hat man dann hinterm Vorhang versteckt und so. Und wenn man draußen Geräusche gehört hat, hat man das dann wieder weggemacht. Also sicher war man informiert. Ich habe Sie deswegen danach gefragt, weil Sie sind einer der 7 deutschsprachigen Nobelpreisträger nach dem Krieg, nach dem Zweiten, also Hermann Hesse, Nelly Sachs, Heinrich Böll, Canetti, Grass, Jelinek und Sie. Davon sind 4 aus Ostmitteleuropa, mehr oder weniger. Und mir fiel auf, als ich Ihre Bücher jetzt las, Ähnlichkeiten und grundsätzliche Unterschiede zu Günter Grass. Günter Grass, auch ein Kolonialwarenhändler, war sein Vater. Kommt aus Danzig, nicht aus dem Banat, aber aus dem aus der Grenzregion. Er ist nach Westen gegangen, er hielt sich nie für einen Vertriebenen. Er ist
Genauso wie Horst Bienecke hat mir in einem Interview gesagt, nein, ich wollte raus, ich wollte nicht in Gliwice, in Gliwice bleiben, weil ich in der Sprache leben wollte, in der ich aufwuchs. Er war deswegen sehr kritisch eingestellt gegenüber den vertriebenen Verbänden, genauso wie Sie und Vegras. Aber dann, es gibt auch eine Ähnlichkeit zwischen Ihnen und Gras, das ist die Waffen-SS. Ihr Vater und Gras, der verdrängte zwar seine Episode, aber hat sie jahrzehntelang abgearbeitet. Dagegen ihr Vater war ratlos und ist darunter mit, wahrscheinlich schon, hatte ein Schuldgefühl, den er verdrängte in der Trunkenheit und in diesem Gröllen der Nazi-Lieder. Ich glaube, man kann die zwei Personen nicht vergleichen, weil es, ich glaube, jede dieser beiden Personen hat andere Methoden gehabt, um das zu sublimieren. Mein Vater war ein ganz einfacher Bauer, also der hatte keine Möglichkeit, es auf einer intellektuellen Ebene sich damit zu beschäftigen. Dann gibt es natürlich auch, dann hat er Alkohol, ich weiß es nicht, ob ich das, ich kann es nicht wissen, ob er Alkoholiker wurde, weil er sich schuldig fühlte oder weil er vom Krieg verstört war. Mhm. Und, oder ob er auch so Alkoholiker geworden wäre. Aber in dem Dorf war das ziemlich normal, dass man Alkoholiker war. Insofern ist das, glaube ich, ich würde es nicht nur darauf zurückführen wollen. Und Sie waren in derselben Waffen-SS-Division. Die waren in der Frundsberg-Division, beide, mein Vater und Gras, in der gleichen Division. Absurderweise habe ich nachher in den Papieren gesehen. Und insofern sind das zwei verschiedene Biografien. Ja. Außerdem auch dann in Rumänien geblieben. Ich meine, wenn Gras mit seiner Geschichte in Polen geblieben wäre, wäre es auch anders gewesen. Sicher. Mein Vater, wir waren dann Minderheit. Dann hat Rumänien durch Antonescu, auch an der Seite von Hitler, ein faschistischer Staat, nach 1945 seine Geschichte geklittert, gefälscht. Und die Schuld wurde dann nur auf die Minderheiten projiziert. Dann wurden die Deutschen waren die Faschisten und die Ungarn waren die Hortisten. Und die Rumänen waren auf der Seite der siegreichen Sowjetarmee. Aber das war erst am zweitletzten Kriegstag. Also das andere hat man geleugnet. Und das war ja dann auch gerade nicht ermutigend für die Minderheiten, sich mit ihrer Situation auseinanderzusetzen, weil sie wussten, dass die Hauptbevölkerung, der Großteil der rumänischen Bevölkerung, leugnet ihre Beteiligung. Und insofern waren da so viele Sachen, die irgendwie zu etwas hat immer in etwas anderes hineingeführt und dadurch hat die Minderheit sich total stur abgekapselt. Und je mehr man ihnen das vorgeworfen hat, umso mehr haben sie irgendwie daran festgehalten oder was. Und mein Vater hat im Suff natürlich seine Nazi-Lieder gesungen, weil das war für ihn die Jugend. Ne? Fahren wir nach England. Ich habe immer nicht gewusst, warum als Kind schon. Die fahren doch nie im Urlaub oder was. Ich habe das überhaupt nicht kapiert oder... Das waren so die Nazi-Lieder mit den Kameraden, ne? Die kannten sich ja dann auch vom Krieg und dann haben sie diese Zeiten nachgeholt im Kopf, als wäre es nur ein Jugendausflug gewesen. Mhm. Und dadurch, ich war damals auch sehr rabiat, als ich dann so zwischen 15 und 20, ich hatte dann angefangen zu lesen. Ich habe 68 hat mich sehr interessiert. Weil die Im Westen. Und wenn jemand Bücher hatte, es gab Gott sei Dank ein Goethe-Institut in Bukarest. Und das hat Ceausescu in einer schwachen Stunde genehmigt. Und dann gab es das. Es wurde zwar von vielen Leuten gemieden, weil es auch riskant war, dahin zu gehen, also Studenten oder Journalisten, oder wir sind da nicht hingegangen. Aber ich war sowieso so oft außerhalb, ich hatte keine Stelle und hatte die Probleme. Man wurde auch fotografiert, wenn man ins Institut ging. Es war gegenüber, war so eine, ich glaube, ein Vatikan hatte irgendwie eine Botschaft und dort war ein Häuschen, dort stand ein Typ, ein Soldat, der hat fotografiert. Und insofern hatten wir das Glück, wir kannten die Bibliothekarinnen und die vertrauten uns auch, also dieser Gruppe von Leuten aus Temeswar.
Und insofern haben wir 68 alles gelesen, was ich über 68, dann gab es die Akzente, dann gab es Tintenfisch, Kursbuch, diese vielen essayistischen Dinge, die damals sehr wichtig waren. Es war eine Zeit, in der viel soziologisch, politologisch auch analysiert wurde und das ist ja dann später auch, auch Deutschland ganz abhanden gekommen, wo das gelesen wurde und da habe ich so viel gelernt daraus. Und auch diese Frage nach der, was hat der Einzelne getan, die Verantwortung, das betraf mich sehr und die ganze Gruppe. Unsere Eltern waren alle, manche in der rumänischen Armee mit Antonescu, aber mein Vater in der SS. Es hat uns alle interessiert, welche Verantwortung hat der Einzelne für das, was im Krieg passiert ist. Und insofern war das Thema, mit dem ich mich sehr, sehr eindringlich beschäftigt habe, weil ich das wissen wollte. Ich habe auch immer Angst gehabt, ich lese ein Buch und irgendwann, jetzt kommt mein Vater vielleicht vor. Es geht um Konzentrationslager. Ich habe dann gelesen, dass viele Rumäniendeutsche auch Aufseher in den Konzentrationslager waren. Ich hatte immer Angst, irgendwo kommt der Name meines Vaters. Dann habe ich Celan gelesen, Todesfuge. Ich habe gedacht, irgendwie, ich komme von der anderen Seite. Also ich habe mir immer gedacht, wenn mein Vater dazu beauftragt worden wäre, hätte er dafür gesorgt, dass Celan nicht überlebt. Und das waren Sachen, die haben mich ziemlich, die haben mich sehr, sehr deprimiert. Ich musste mich bei der Literatur immer entschuldigen. Und das war ganz komisch. Ne? Und man kann sich ja nicht entschuldigen. Und ich habe ja nichts getan, aber auch dadurch, dass mein Vater unbelehrbar war, das hat mich auch dermaßen immer mitgenommen in seine Schuld, zu der er nicht stehen wollte. Gab es irgendwann mal 70er, 80er, vielleicht 90er Jahre Gespräche zwischen Ihnen, den rumänischen Deutschen und Rumänen über die Schuldfrage? Ich weiß, in den 70er, 80er Jahren haben wir sehr viel in Polen von Jaspers und all diesen der deutschen Vergangenheitsbewältigung gelernt, wie man mit der eigenen Geschichte umgeht. Gab es oder gibt es solche Gespräche heute? Ich glaube heute schon, aber es ist wie so oft. Ich meine, Deutschland musste ja auch dazu gezwungen werden nach 1945. Das war ja nicht alles freiwillig. Es waren die Alliierten da und die haben das war die Niederlage, die Entnazifizierung die das und dafür haben ja auch andere gesorgt. Das gab es ja in Rumänien nicht nach dem Krieg. Also die Rumänen wurden nicht entnazifiziert oder entfaschisiert. Es wurde geleugnet. Und dann sind Jahrzehnte ins Land gegangen mit dieser Lüge der Roten Armee und der Sowjets. Wir waren bei den Sowjets und wir haben immer gegen die Nazis gekämpft. Und es war also umgekehrt. Und wenn dann so etwas, zum Beispiel Celan, das war im Schulbuch, aber bei Celan im Schulbuch stand zum Beispiel nicht, dass Celans Eltern in Transnistrien umgebracht worden waren und das war unter rumänischer Leitung. Mhm. Und sowas alles, auch der Suizid von Celan wurde nicht erwähnt. Also es waren immer, wenn etwas war, waren das immer halbe Lüge. Na, und die Todesfuge war aber im Lehrbuch, keine Ahnung warum, aber es wurde nicht aufgrund der Todesfuge das diskutiert, was hätte diskutiert werden müssen. Es kam also nicht zu einer Wahrheit dadurch. Es war ja immer dann alles verboten. Und das ist auch bis zuletzt so geblieben. Und dann nach 1989 hat Elie Wiesel hat sehr viel dazu beigetragen, dass in Rumänien der Holocaust diskutiert wird. Und dass es in Rumänien überhaupt sich zu seiner Schuld bekennen musste. Die Rumänen haben auch nach 1989 ganz lange gesagt, sie hätten nichts damit zu tun. Und so Bürgermeister und Nationalisten haben die Statuen von Antonescu aufgestellt. Es wurden Militärfriedhöfe nach den Faschisten benannt. Also es ging in eine ganz gruselige Richtung. Die rumänischen Klöster haben die ganze faschistische Literatur wieder aufgelegt. Die kriegte man dann zu kaufen auf den Tischen in den Klösterhöfen. Und all diese Dinge wurden dann wieder, man hat gedacht, jetzt ist der Sozialismus vorbei, jetzt können wir wieder so werden, wie wir vorher waren. Und das wurde natürlich von der EU, Gott sei Dank, von der EU unterbunden. Und Leute wie Elie Wiesel, der ja auch aus Moldau kommt, hatte natürlich, Gott sei Dank, die moralische Autorität durch seine Person, dass er da in diese Dinge eingreifen konnte. Und man hat das mittlerweile zähneknirschend zugeben müssen. Und man muss auch darüber reden, aber man redet nur so viel, wie man muss. Nun, wir kommen beide aus einem Teil Europas,
dass zumindest bis zum Zweiten Weltkrieg ein Flickenteppich von verschiedenen Ethnien, Konfessionen war. Nach 1945 entstand angeblich, Rumänien vielleicht nicht, sicher nicht, aber Polen auf jeden Fall, ethnisch homogene neue Nationalstaaten. Nun aber haben wir heute eine völlig andere Situation, und Sie haben einmal geschrieben, dass Ihnen, als Sie noch in Rumänien waren, Vertreterin der deutschen Minderheit in einem Land, wo es auch Serben und Ungarn gab, Nachbarndörfer, diese ganze Multikulti-Mythologie nicht suspekt, aber fremd waren. Wie sehen Sie das heute? Kehren wir zurück in eine Welt, in der wir irgendwann mal waren, wo wir wiederum mit verschiedenen Ethnien, neu eingewanderten Flüchtlingen, Minderheiten leben werden? Oder sind wir in einer Phase, wo die Völkischen die nationale Sauberkeit durchsetzen werden? Wie haben Sie den Westen empfunden, nachdem Sie raus waren aus Rumänien? Mit Muslimen, mit der neuen, Sie auch Emigrantin, selbst als eine Emigrantin. Denn so haben Sie sich verstanden. Ja, für mich war das auch immer im Grunde, ich habe mir darüber gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich war dann in Berlin, ich fand es völlig normal. Es hat mich interessiert und ich habe immer gedacht, ja, in ein freies Land kommen Leute gerne. Wer wollte schon in diese Diktatur kommen? Mhm. Wäre doch keiner freiwillig gekommen. Es war doch jeder froh, wenn er dort nicht leben musste. Also es gab gar nicht, von außen gab es gar nicht den Wunsch von Leuten, die irgendwo fliehen wollten, in dieses Land zu kommen. Dann wären sie ja vom Regen in die Traufe. Ich meine, wer politisch verfolgt war oder religiös oder aus anderen Gründen, der wäre ja nicht in eine dunkle Diktatur gegangen, sondern der hat sich natürlich ein demokratisches Land gesucht. Und das Problem gab es doch gar nicht. Und die vielen Nationalitäten, die es in Rumänien gibt, es gibt ja auch Türken, es gibt Armenen, mhm. es gibt Moldawier, es gibt alles. Es gibt Armenen, es gibt so viele kleine Minderheiten noch, die Roma natürlich. Das war normal. Das war ja auch mal K&K, ne? Das wurde ja auch K&K, die Gebiete mit K&K waren natürlich deutsch und ungarisch. Das gehörte alles dazu und das war normal. Und im Westen war es auch für mich, es war selbstverständlich. Und ich habe immer gedacht, das ist Freiheit. Es ist frei. Ich habe immer versucht zu schauen, wo ist die Diktatur und wo ist was anders. Und im Westen habe ich immer gedacht, ich war dann so lange in der Fabrik, wenn ich in der Straßenbahn saß oder in der U-Bahn, die Leute hatten so saubere Hände. Mhm. Ich kannte die kaputten Hände aus der Maschinenfabrik in Temeswar. Und ich habe immer gedacht, alle Leute haben saubere Hände. Das ist vielleicht wirklich Sozialismus. Und nicht, was die sagen. Denn wir haben uns auch immer als links definiert, seinerzeit auch. Und das hat die ja besonders geärgert. Und weil wir gesagt haben, sie sind ja rechts. Und das stimmt ja auch. Stalinisten sind rechts. Und in ihrer ganzen Mentalität, in ihren Begriffssachen, sie sind total reaktionär. Sie sind nicht links. Sie haben das behauptet, aber sie sind es nicht. Und da habe ich gedacht, ist das vielleicht wirklich Sozialismus? Oder ich habe gedacht, ich habe die Werbungen immer gelesen. Und wenn dann Leute gesagt haben, Werbung stört, das konnte ich gar nicht verstehen. Weil ich dachte, je mehr Werbung, umso mehr, es ist frei. Hier kann jeder denken, hier darf jeder sagen. Und das war für mich, es war für mich so eine Art von, ja, die Augen haben mir geschwirrt. Weil auch die Farben alle anders waren. Ich kam aus einer grauen, statischen Welt. Und die Farben im Westen waren flirrend. Und grell. Und das hat mir manchmal auch an den Augen weh getan. Und ich habe mich als Flüchtling, fühle ich mich heute noch. Und ich finde es heute so schlimm, dass man mit Flüchtlingen, also auch, dass es auch in Osteuropa heutzutage, dass man die Flüchtlinge dermaßen verdonnert und sie als, also überhaupt nicht sich vorstellen kann, obwohl man in Osteuropa so viel Erfahrung mit Flucht hat.
die Diktaturen haben so viel Flucht produziert. Jede Diktatur bringt Flucht hervor. Wenn die Menschen können, gehen sie. Und zwar riskieren sie ihr Leben an der rumänisch-ungarischen Grenze oder rumänisch-jugoslawischen Grenze. Sind so viele Menschen gestorben. Die sind um ihr Leben gelaufen oder geschwommen und sind unendlich viele gestorben. Es gibt bis heute keine Statistik. Das ist ein blinder Fleck. Das sind Tausende. Dagegen ist die Berliner Mauer wirklich, da hat man sie gezählt. Aber die Leute wurden erschossen wie die Hasen von den Grenzsoldaten, von Hunden zerrissen. Und die wurden von Schiffsschrauben in der Donau gemahlen. Und es ist also manche... Sie haben eine wunderbare Rede in Brüssel gehalten. Mhm. Können Sie einfach, diese Rede ist bei uns in der Politiker vor wenigen Wochen erschienen, mhm. aber können Sie ein Fragment vorlesen, damit wir den Tonfall dieser Rede uns vergeben? Ja, ich denke mir immer, wieso ist ein Staat nicht bereit, Menschen zu helfen, die ihr Leben retten müssen, die vor dem Krieg fliehen, die das mit nackten Händen hierher kommen. Und wenn man ihnen nur sagen würde, solange ihr es nötig habt, wir nehmen euch auf, das kann ich nicht verstehen. Ne? Und das tut mir richtig weh. Und das ist, ich habe meine Rede nicht dabei. Hier. Ach so, hier ist sie. Ich habe gedacht, ich habe sie in meinem Rucksack. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Und das... ich wusste auch, wenn ich nicht hätte fliehen können, wenn ich nicht hätte weggehen können, ich hätte es nicht mehr ausgehalten. Ich wäre nervlich kaputt gegangen. Ich wäre heute in einer Psychiatrie, weil es war so weit mit mir. Und aber noch ein Satz. Und ich habe keinen Krieg erlebt. Wollten Sie aus der Enge auch heraus, aus der Diktatur und auch aus der Enge dieses kleinen Dorfes, wo man sozusagen diese 300 Jahre wie in Bernstein versteinert hatte? Ich wollte dort weg, das war mir gar nicht so bewusst, warum. Es war immer so ein, ich habe immer gedacht, das Dorf ist alt, man wird alt geboren. Alle sind alt. Meine Mutter hat mich geboren, da war sie gerade erst aus der Deportation gekommen, aus der sowjetischen, aus dem Arbeitslager. Und da habe ich immer gedacht, sie ist alt. Da war sie gerade mal Ende 20. Aber ich habe immer gedacht, sie ist alt. Ich selbst habe als Kind immer gedacht, ich bin sehr alt. Ich habe mit 5 gedacht, ich habe schon alles erlebt. Wie kriegt man die Lebenszeit hinter sich? Ich bin so alt. Und das war auch natürlich, glaube ich, ein Schatten von der Umgebung und von der Tristesse dieser Menschen, die sich auch mental nicht freuen konnten. Und die haben sich das Leben selbst so installiert. Ich fand diese Minderheit so gnadenlos, auch gegen sich selbst. Die haben es verlernt oder nie gewusst, wie man sich freut, wie man mit Appetit essen kann, wie etwas schön aussieht. Die haben sich im Grunde genommen die Schönheit des Lebens verboten. Und das hat mich ein bisschen, es hat mich immer traurig gemacht. Ich wusste nicht, was es ist. Ich formuliere das aus heutiger Sicht. Als Kind habe ich nicht gewusst, warum, was ich nicht aushalten möchte, kann. Aber es war mir nicht bewusst, was es ist. Aber es war etwas. Und das, darum wollte ich aus dem Dorf auch weg, ja. Und dann später natürlich aus der Enge in der Stadt schon. Dann habe ich ja schon Begriffe gehabt und anders gedacht und gewusst, wo ich bin und wie es sein könnte und wie eine Diktatur verschwindet. Wie könnte denn eine Diktatur verschwinden? Wir sehen ja heute wieder, wie sie entstehen. Wenn wir in die Türkei oder wohin schauen, im Handumdrehen, das macht einen doch irgendwie sprachlos. Man wird ja schwindlig, wenn man zuschaut. Und das geht einfach, die ziehen es durch. Orban zieht einiges durch, auch Kaczynski zieht auch einiges durch. Es ist nicht eine Diktatur vielleicht, aber es ist, es sind die Dinge, die in die Richtung zeigen. Und das ist doch alles verrückt. Ja, was habe ich da gesagt? Ganz Osteuropa war jahrzehntelang xenophobisch. Es ist die Xenophobie von damals, mit der wir es heute zu tun haben. Die Verachtung der Fremden entstand damals in der Diktatur. Sie wurde von den Regimen organisiert und von der Bevölkerung aus eigener Überzeugung akzeptiert. Genauso wie man Staatsfeinde wie mich gemieden hat, um sich nicht in Schwierigkeiten zu bringen, hat man die Ausländer gemieden, um sich nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Sowohl die arabischen Studenten, die es in Rumänien gab,
als auch die vietnamesischen Arbeiter, die man in der DDR hatte, wurden im Namen einer verlogenen Völkerfreundschaft ins Land geholt. Doch behandelt wurden sie wie Staatsfeinde. Wer Beziehungen zu Ausländern hatte, wurde schnell zum Spion oder zum Verräter erklärt. Das machte ängstlich und vorsichtig. Am einfachsten war es, die Fremden aus eigener Überzeugung zu verachten und ihnen Krankheiten anzudichten oder sie als halbwilde Untermenschen zu dämonisieren. Diese Hochnäsigkeit war schon seinerzeit nichts anderes als Rassismus. Bei den Angstmachern war er zynisches politisches Programm und bei den Angstträgern unbewusste Verlängerung dieses Programms. Heute ist es in Osteuropa nicht viel anders. Deutlich wird das in Ungarn, das, so der Publizist Paul Lendvai, von Viktor Orban in eine Führerdemokratie verwandelt wurde. Auch Orban spricht von den Flüchtlingen als Fremde, die man sich vom Leibe halten muss, weil sie mit ihren Sitten die ungarische Gesellschaft zerstören würden. Aus Ungarn flohen 1956 nach dem Einmarsch der Sowjets mehr als 200.000 Menschen. Allein in Österreich blieben ungefähr 20.000, unter ihnen auch Paul Lendvai. Trotz dieser historischen Erfahrung von Flucht und Exil unterstützt die Bevölkerung Orbans Fremdenfeindlichkeit. Osteuropa hat in seiner kommunistischen Zeit Flüchtlinge produziert. Niemand hat sie bis heute gezählt und niemand erinnert sich an sie. Nicht einmal an die, die auf der Flucht erschossen oder von Grenzhunden zerrissen wurden oder in der Donau ertrunken sind. Es ist ein blinder Fleck in der Selbstwahrnehmung Osteuropas und wahrscheinlich der Hauptgrund für die Verachtung, für dieses eiskalte Herz. Alle rechtspopulistischen Strömungen in Ost- und Westeuropa erfinden dämonische Szenarien, die Angst machen sollen. Und diese Angst sammeln sie dann ein. Sie sind die heutigen Angstmacher. In Deutschland ist die AfD die neue Partei der Angstmacher. Ihre Vorsitzende, übrigens in der DDR sozialisiert, will das Nazi-Wort völkisch wieder neu beleben und warnt vor dem, Zitat, Lumpenproletariat der afro-arabischen Welt. Und die AfD hat in Deutschland dort den größten Zuspruch, wo es fast keine Ausländer gibt. Und Orban hat gesagt, Wahlen muss man nur einmal gewinnen, dann aber richtig. Und so denkt vielleicht auch Kaczynski. Auch er schürt Fremdenfeindlichkeit durch rassistische Behauptungen. Er warnt vor gefährlichen Krankheiten, die von syrischen Flüchtlingen eingeschleppt würden. Die Freiheit, hat der große polnische Regisseur Andrzej Wajda einmal gesagt, ist etwas, das manche brauchen und andere nicht. Die Angstträger von früher brauchten sie damals nicht und heute sind sie die Unterstützer der neuen Angstmacher. Vielen Dank. Das ist die Brüsseler Rede der Nobelpreisträgerin. Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Mir liegen zwei Themen noch am Herzen. Und zwar, das eine ist, inwiefern, weil Sie aus unserem Teil Ostmitteleuropas kommen, mit diesem Flickenteppich der Nationen, inwiefern sind Sie heute auch in Rumänien als eine rumänische Nobelpreisträgerin anerkannt und gewürdigt? Also ich helfe Ihnen. Als Gras den Nobelpreis bekam, haben wir uns gefreut. Unser Gras bekam den Nobelpreis. Und ich war glücklich, dass 2006, als diese Waffen-SS-Episode publik wurde, die polnischen Danziger zu ihrem Gras standen und die Oskar Mazerat-Figur verteidigten vor unseren Nationalkonservativen, damit sie nicht wegmachen. Inwiefern sind Sie auch eine rumänische? Ja, ich... Der Securitate sagt zwar, dass die Hälfte des Preises Ihnen gehört. Ne? Ja, es gibt einen, der bis heute sehr aktiv ist. Der sagt auch, er hätte meine Wohnung selbst verwanzt. Also die Wanzen in meiner Wohnung hat er installiert.
Und er, also ein Teil des Geldes würde ihm zustehen, weil er hat mir die Probleme bereitet, die dann in der Literatur vorkommen. So zynisch kann man sein. Ja. Und der Typ ist heute auch Vertreter einer österreichischen Versicherung. Also die Österreicher sind da auch nicht zimperlich. Die nehmen sich auch, die nehmen sich auch Leute, die meinen, von denen sie meinen, die kommen an andere Leute ran. Egal wie. Ne? Und, aber nicht den meinte ich. Nein, es gibt in Rumänien, das ist so halbe-halbe. Mhm. Also ich bin ja auch rumänisch sozialisiert. Ich habe das ja schon oft gesagt, dass das Rumänische bei mir immer mitschreibt. Ich habe noch nie auf Rumänisch geschrieben, weil ich es nicht kann. Weil ich diese die intime Sicherheit der Sprache nicht habe, obwohl ich sie perfekt spreche, die ich vielleicht brauche. Und ich traue mich einfach nicht. Und, aber ich habe in jedem, bei jeder Sache habe ich ja zwei Stationen von einem Begriff im Kopf. Aber Ihre Vergleiche der beiden Sprachen sind wunderbar. Ja, weil es hat Unterschiede immer, zeigen. Und ich habe das Rumänische so spät gelernt, da war ich schon in der Stadt mit 15, da hatte ich schon eine Beziehung zur Sprache. Und das hat mich richtig, das, die Sprache ist so schön, wie meistens kleine Sprachen schön sind. Das Rumänische ist so schön und es ist so sinnlich und es hat eine unglaubliche Metaphorik und mich hat das immer, ich habe die rumänische Sprache so gerne gehabt, ich habe sie gegessen. Also ich hätte sie, wie man was essen würde, so gerne habe ich das Rumänische gesprochen und auch die, was ich dann immer sagte, so verschiedene Dinge, zum Beispiel Redewendungen, der Fasan ist im Rumänischen ein Verlierer. Im Deutschen ist es ein Prahler. Der rumänische Fasan geht auf die Existenz des Vogels zurück, der schlecht fliegen kann. Und wenn ein Jäger anfängt zu jagen, dann schießt man, habe ich gehört, zuerst Fasane, weil die sind torkelig und die kriegt man am leichtesten. Und das hat mich immer fasziniert. Oder wenn ein Stern vom Himmel fällt, ist jemand gestorben und das, man sollte nicht etwas wünschen. Oder das Maiglöckchen heißt kleine Träne. Habe ich immer gedacht, was wie schön. Also dass jede Sprache sieht doch etwas anderes in einem Wort. Und das hat mich immer beschäftigt. Und bei den Rumänen ist es halt so, manche sagen, ich gehöre irgendwie zu ihnen. Und es ist aber eine Sache von Exil. Es ist immer dieselbe Geschichte. Ne? Wenn jemand gegangen ist, manche sagen, mit dem wollen sie nichts mehr zu tun haben. Und andere sagen, gerade deshalb. Also es ist, glaube ich, halbe halbe. Es gibt Leute, die haben sich gefreut und es gibt Leute, die haben gesagt, jetzt ist es endlich soweit, jetzt ist es kein Rumäne, sondern diese Rumänien-Deutsche. Also Sie haben sozusagen den Rumänen den Nobelpreis nicht gegeben, sondern genommen. Ja, so sehen das manche, ja. Ich wollte gar nichts, also ich kann auch nichts dafür. Das ist... Aber das ist, die Freude ist halbe-halbe, die ist geteilt. Ja. Manche sind wütend und andere sind froh. So ist das halt immer. Das ist ja auch okay. Vorhin sagten Sie, niemand weiß, wie sich Grass entwickeln hätte, wie, wenn er in Polen geblieben wäre. Das ist die Frage der Rolle der Minderheiten. Inwiefern die Minderheiten ein Dialogpartner, Vermittler sind und inwiefern kapseln sie sich ein. Sie gehen sehr hart mit den Berufsvertriebenen um, mit den Landsmannschaften, mit dem Mythos der verlorenen Heimat. Zugleich schreiben sie diesen wunderbaren Essay im Spiegel über die Herzworte und Kopfworte. Sie setzen sich dafür ein, dass man in Deutschland ein Museum des Exils errichtet. Es gab vor 10, 15 Jahren eine heftige Debatte um die Vertreibungen. Wie wollen Sie, dass die beiden oder vielfältigen Probleme der Migrationen, Deportationen, Wanderungen, Flucht auf einen Nenner bringen? Vielleicht kann man das gar nicht auf einen Nenner bringen. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es sind auch zwei verschiedene Geschichten. Also die Vertreibungen, ich habe ja gesagt, die erste Vertreibung ist die Vertreibung der Leute aus Nazi-Deutschland. Mhm. Dieser Hunderttausenden, die ihr alles liegen und stehen lassen mussten und gehen mussten, um ihr Leben zu retten. Die werden bis heute nicht als Opfer gesehen. Man sagt, Exil ist gerettet. Dabei sind so viele Menschen auch
Und es war sowieso schrecklich, wenn ein Mensch nichts mehr hat und mit leeren Händen in ein anderes Land flieht. Das ist doch die Hölle. Das andere ist natürlich viel, viel drastischer, wenn er erwischt wurde und er wurde in den Schornstein geschickt. Aber trotzdem, auch wenn einer fliehen musste und er hat sein Leben gerettet, ja, was heißt das? Was heißt das in irgendwo in der Fremde? Wie viele Leute sind auf der Strecke geblieben? Wie viele Suizide hat es gegeben? Und es ist so quer durch die Gesellschaft gegangen. Heute gibt es in Berlin Gott sei Dank die Stolpersteine, wo man immer sieht, das geht ja nicht nur um Intellektuelle, es geht ja um den Friseur. Meine Mutter hat mal geputzt in Berlin, in Zehlendorf, bei zwei Jüdinnen, die haben im Schrank versteckt überlebt. Ne? Was sind das für Geschichten? Oder Konrad Merz in den Niederlanden, auch im Schrank versteckt. Dann der Maler Nussbaum, der zum Beispiel im Exil war und die Nachbarn haben die Ölfarbe gerochen und er wurde noch in den letzten Tagen deportiert und ist ermordet worden. Was für Geschichten. Ich glaube, Deutschland ist das diesen Leuten schuldig. Und das andere ist die warme Schulter. Also die kalte Schulter ist diese erste Vertreibung der Deutschen aus Deutschland hinaus. Und die muss angepackt werden. Und die zweite Vertreibung ist die, die in anderen Ländern passiert ist und die, wo aufgenommen wurde. Natürlich steht man besser da, wenn man das zeigen kann, was man aufgenommen hat, also die warme Schulter. Aber es gibt vorher die kalte. Mhm. Und darauf würde ich bestehen und sagen, das ist Geschichte. Und es wäre schon gut, wenn man wirklich in der Reihenfolge bleiben würde. Aber das eine ist ja jetzt installiert, soweit ich weiß, mit dem vertriebenen Museum und das andere existiert nicht. Und dafür habe ich halt versucht, habe ich mich eingesetzt, weil ich dachte, das würde sich so gehören. Und Deutschland geht es gut, das Geld ist vorhanden, die Zeit ist so sehr schon über, dass es ist wirklich höchste Zeit. Mhm. Und es kann nicht sein, dass man sich das nicht, man ist Deutschland ist das seine Geschichte schuldig, glaube ich. Weil sonst ist von diesen Leuten nicht die Rede. Also das Kopfwort Exil und das Herzwort Vertreibung aus Heimat. Dem Paradies und die uns betrifft und nicht Heimatvertriebene hat diesen warmen Hauch. Ach, ja. Und Exil ist ein klares, kaltes Wort, das hat nur sich selbst. Und, ne? Und ja. Wir haben leider wirklich wenig Minuten Zeit, aber das ist mir eine wichtige Frage, und zwar Versöhnung. Sie sind immer wieder sehr skeptisch gegenüber dem Begriff. Sie sagen, ich kann mich nicht versöhnen mit einer Institution oder mit einem Staat. Ich verstehe und kann nachvollziehen, warum Sie eine Versöhnung mit den Securitate-Leuten ablehnen. Zugleich, aus der polnischen Perspektive, weiß ich, welche enorm wichtige Rolle gerade die Schriftsteller, aber nicht nur Schriftsteller, für die deutsch-polnische Annäherung, Dialog, Normalisierung und auch Versöhnung spielten. Der Begriff selbst ist mir eigentlich viel wert. Versöhnung. Mhm. Zugleich versöhnen Sie sich, nein, nicht ganz, mit Ihrer Freundin, die Sie schon krank, todkrank besuchte in Berlin und Sie ausspionieren sollte. Möglicherweise vermuten Sie sogar vor einem Attentat. Ja. Möglicherweise. Ja. Auch Oskar Pastior, der sich als Mitarbeiter gezwungen wurde. Ja. Natürlich haben Sie sich mit ihm versöhnt, mit Ihrer Freundin wahrscheinlich nicht. Er ist ja auch schon tot. Ja. Ich habe ihn, das sind auch immer, ich glaube schon, wenn man darüber urteilt, sollte man genau sein. Und es gibt, glaube ich, nur das, was genau ist, auch heißt immer auch individuell sich die Sachen anschauen. Und es ist... Also das, weil Sie Pastior erwähnen, die 50er Jahre, Pastior war auch im Arbeitslager, wie meine Mutter, 5 Jahre überlebt, hat um sich herum 5 Jahre den Tod gesehen, unterernährt, kommt zurück, 5 Lagergedichte geschrieben, die Gedichte werden gefunden und werden als antisowjetische Hetze interpretiert und es steht ihm wieder Lager oder Gefängnis bevor und er wird vor die Alternative gestellt, er unterschreibt die Mitarbeit oder nicht.
Und einer, der gerade überlebt hat, wieder, und damals kam man 20 Jahre ins Gefängnis, in den 50ern, und die Gefängnisse waren voll. Und dann hat er das unterschrieben. Und hat aber im Laufe dieser, bis er aus Rumänien weggegangen ist, 68, mehr als 10 Jahre, hat er 7 Berichte geschrieben. Also nicht einmal einen Bericht im Jahr. Und die sind harmlos. Und wir haben nach seinem Tod, als wir die Wohnung aufgeräumt haben, Zettel gefunden in hinteren Schubladen, die hat er für sich selbst geschrieben gehabt. Also das hat er nicht für jemand anderen gemacht, wo er über die Katastrophe schreibt, die es in seinem Leben bedeutet hat, dass er das unterschrieben hat, seine Schuldgefühle, unschuldig, schuldig geworden, steht das da. Und ich bin sicher, er hat alles getan, um niemanden ins Messer laufen zu lassen und um so wenig, ich weiß gar nicht, wie er es geschafft hat, dass er nicht einmal im Jahr einen Bericht schreiben musste und wie, dass die ihn dann irgendwie vergessen haben oder was. Außerdem war Pastor auch noch homosexuell. Für Homosexualität gab es Gefängnis. Also er hatte doppelt dieses Damoklesschwert, das hatte 2 Schneiden. Es war furchtbar. Man hat ihm das Leben noch einmal gestohlen. Ich finde, er ist ein Opfer. Ich finde es so widerwärtig, wie das Regime mit ihm umgegangen ist. Und meine Freundin war krebskrank. Jenny. Und die wurde von dem zweithöchsten Securitate-Offizier angebaggert. Also er hat sich als Geliebter angedient, um über sie Einfluss auf mich zu haben. Also Zweckserfüllung. Zweckserfüllung. Und sie war schwerst krank, sie hatte schon mehrere Chemotherapien hinter sich und kam als Todkranke zu mir nach Berlin zu Besuch. Wie geht man mit sowas um? Ich habe damals tagelang nicht gewusst, was ich habe sie geliebt. Und sie war meine Freundin, ja, 1,5 Jahrzehnte. Und ich habe nicht verstanden, warum sie gekommen ist und ich habe ihr das auch vorgeworfen. Und ich habe dann aber Angst gehabt, dass sie die ganze Zeit für den Geheimdienst gearbeitet hat. Aber ich habe in meiner Akte jetzt gelesen, sie hat nicht für den Geheimdienst gearbeitet. Erst als ich aus Rumänien weg war, hat man sie dazu erpresst, weil sie mich noch einmal sehen wollte. Das sind die komplizierten Dinge. Ich kann da nicht sagen, wie es für andere ist, aber ich zerreiße mich fast, weil ich will ja Mensch bleiben, ich will den Dingen gerecht werden und ich will diese Freundin auch verstehen. Andererseits muss ich ihr den Vorwurf machen, weil sie hat berichtet, ich sehe in den Akten auch, sie hat auch die Wohnung aufgezeichnet und die Kosmetika und den Schlüssel und alles. Also sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Das ist alles sehr kompliziert, es ist nicht zu lösen. Ich habe sie bis heute gerne, obwohl ich es mir verboten habe, sie weiter gerne zu haben. Aber es nützt nichts, wenn ich es mir verbiete. Und so ist das. Das ist halt, so sind halt die Dinge. Man kann ja nicht etwas beschließen und dann ist es für immer. Und es ist in manchen Dingen so und in anderen Dingen so. Aber es gibt auch bei den Spitzeln, gibt es hunderte Kategorien oder Dutzende und da muss man auch immer hinschauen. Manche haben jeden Tag 7 oder 5 Berichte geschrieben und hatten wirklich ein Machtgefühl und haben wirklich schreckliche Dinge angestellt und das ist ja eine andere Kategorie von Täter. Also ich glaube, man muss wirklich hinschauen, wie etwas aussieht. Und der zweite Aspekt der Versöhnung, also diese Rolle, die die Schriftsteller, Intellektuelle, Filmemacher in diesem deutsch-polnischen Dialog 60er, 70er, 80er Jahre spielten, es ging immerhin um die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, also eine Amputation eines Fünftels des deutschen Territoriums und das zu akzeptieren. Gibt es Ähnlichkeiten, zum Beispiel im Dialog rumänisch-ungarisch, dort, wo es auch Spannungen gab und gibt, Trianon-Komplex. Gibt es einen vergleichbaren Dialog in Rumänien gegenüber den eigenen Deutschen? Oder wie sieht das aus mit dem Dialog mit Moldawien? Können die Intellektuellen heute eine Rolle des Vermittlers aufgreifen oder haben sie heute völlig andere Aufgabe? Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, die Intellektuellen, die gibt es nicht. Nicht mehr. Es gibt nicht, also es gibt in Rumänien sehr viele Intellektuelle, die sind richtig nationalistisch. Intellektuelle sind keine besseren Menschen als andere. Stimmt. Das ist, es haben alle, in allen Diktaturen haben Intellektuelle Diktaturen bedient und ihre Vorteile gesucht und auch sich überhaupt nicht viele Gedanken darüber gemacht, wie viel Schaden sie anrichten oder was sie dafür alles in Frage stellen und sich selbst auch mit sich selbst auf der Strecke bleiben, das hat viele nicht interessiert. Und das ist heutzutage auch so. Es gibt Leute in Rumänien, die Moldawien sagen, jetzt müssten wir uns das wiederholen. Das hätten wir früher gehabt, das gehört uns und das sollten wir machen. Kann man aber nicht, weil die Sowjets dann kommen und die Sowjets sitzen ja in Transnistrien. Das ist ja, die Sowjets sitzen ja überall, ja. Haben ja überall ihre Pfoten drin. Das ist ja das Schreckliche. In Abchasien und in Südossetien und in Moldawien und in Donetsk. In Donetsk und in auf der Krim sowieso und in Bulgarien und in Novi Sad. Wenn man das alles sieht, wird es einem richtig Angst und Bange. Das ist ja dieser asymmetrische Krieg, denn der Putin, das hat er ja gelernt, das ist ja sein Beruf, er ist ja Geheimdienstler, das weiß er, der weiß ja ganz genau, wie sowas geht. Und dann gibt es natürlich die großen Spannungen zu der ungarischen Minderheit. Ein Drittel der Ungarn lebt in Rumänien und in Transsilvanien. Und der Orban macht eine fatale Politik. Der Orban hetzt diese Ungarn auf und es gibt natürlich große Spannungen. Und das macht natürlich die rumänischen Nationalisten auch wieder sehr radikal. Und da ist das ständig, Orban fährt auch jedes Jahr nach Siebenbürgen und hält Hetzreden. Also so wie Erdogan, der ja. nach Deutschland kommt, Wahlkampf machen für die Köln, ja. türkischen Leute, die in Deutschland sind. Und viele haben schon doppelte Staatsbürgerschaften. Also er verteilt auch ungarische Staatsbürgerschaften. Das ist ja auch wieder das ist gezündelt. Ne? Und er träumt auch von Großungarn, das hört man auch manchmal unterschwellig. Und das ist alles irgendwie furchtbar. Es kann nicht gut gehen. Also ich weiß es nicht, ob es sich verläuft oder ob es eskaliert. Das kann niemand sagen. Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann kann man heute nicht mehr eine Nachahmung dieser Dialogbereitschaft und der Versöhnung, des Versöhnungswillens der 60er, 70er, 80er Jahre zwischen Deutschland und Polen auf dem Balkan und in Südosteuropa übertragen. Das andere Zeit, ein anderer Zeitgeist heute. Das wäre traurig. Ja, es ist auch, ich glaube, jede historische Epoche ist anders. Und ich meine, nach 1945 war ja so viel Leid geschehen und es war ja so viel Leben, Menschenleben und Existenz zerstört. Und es gab so viel Tod und so viel grausame Schicksale, dass ich glaube, es war auch psychologisch eine andere Zwangssituation, in die man dann wieder, man musste ja wieder leben. Und das betraf die Opfer und auch die Täter. Und auch die Deutschen nach 1945, um Gottes Willen, wie standen die da? Ja. Total kaputt, psychologisch, die größten Verbrechen begangen, alles war da nieder. Das eigene Land war dann auch wieder auch schon kaputt. Also gruselig. Ne? Und sie selber waren auch kaputt. Und wenn sie dann noch aus der Kriegsgefangenschaft zurückkamen, waren sie sowieso noch mal kaputt. Oft. Und dann hatten sie aber diese Schuld ja. zu tragen. Und man musste sich am eigenen Haarschopf. Und die hatten sie ja auch. Ja. Und da mussten sie ja dazu stehen. Mhm. Und sie wurden ja von der ganzen Welt als die Kriminellen angeschaut, die sie auch waren. Und das war doch, ist doch groß. Und da mussten die sich natürlich freuen.
die Deutschen mussten sich natürlich freuen, wenn so ein Volk, dem sie etwas angetan hatten, wie den Polen oder den skandinavischen Franzosen, Ländern oder den Franzosen, dass diese Leute wieder bereit sind, mit ihnen Beziehungen aufzunehmen. Das war ja gar nicht selbstverständlich. Ne? Und kluge Politiker sagen das heute ja auch noch, dass sie heute noch dankbar sind. Und das finde ich auch richtig. Mhm. Also das geht gar nicht anders. Es ist nicht selbstverständlich. Mhm. Ich glaube, Versöhnen ist nicht selbstverständlich. Das muss ja auch von dem ausgehen, ne? Dem man Leid angetan hat und nicht von dem, der Täter ist. Es ist. Und so ist es auch, weil Sie das zuvor sagten mit Geheimdienst. Bei mir hat noch kein Geheimdienst überhaupt mich was gefragt. Die wollen gar nicht, dass ich ihnen was verzeihe oder wie. Mhm. Im Gegenteil, wenn der herumläuft und sagt, er bräuchte die Hälfte des Geldes vom Nobelpreis. Aber der eine schämte sich, als sie ihm in einem... Auf der Straße. Der ist inzwischen gestorben, habe ich gehört. Aber der war auch schon ein harter Hund. Der war 50er Jahre, also ein alter Mann, als ich mit ihm zu tun hatte. Da hat der in den 50er Jahren schon, was das war damals, Verhör. Da wurde gefoltert, da wurde richtig, ja, ja. Oh. Und wenn ich mir das vorgestellt, das war ein knochiger, alter Knochen. Also der hat bestimmt schon ganz, der... hat bestimmt gedacht, mit mir, das ist nichts, das ist Missgeschick im Vergleich, was er früher in seinem Job gemacht hat. Und ich meine, die wollten sich nicht versöhnen. Der mit seinem Mikrofon und der mit dem Geld, der sagt, es ist seine Karriere. Also die benutzen das Wort Karriere. Na ja. Das ist für ihn ein ganz großartiger Beruf gewesen, zu dem er bis heute steht. Der bewundert bis heute Ceausescu, er bewundert bis heute auch Antonescu, habe ich gehört. Also das ist, mit dem Mann kann man gar nicht reden. Was soll ich mit dem? Und ich habe tote Freunde. Was würden die sagen, wenn sie sehen, dass ich mit dem kungele? Die kann man nicht mehr lebendig machen. Die haben sie umgebracht. Und ich weiß, dass der ist dafür verantwortlich. Es ist ihm gar nichts passiert. Er war paar Monate im Gefängnis und dann wurde er an Mangel von Beweisen wurde er entlassen. Fertig, aus. Der hat es gut. Und heute ist er Angestellter in Österreich. Lieber Herr Müller, wir haben unsere Zeit überzogen und Sie haben noch die Gelegenheit, signierte Bücher von Hertha Müller bekommen, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank. Ich hätte unserer Autorin hier lange zuhören können, aber die Zeit ist uns nicht gegeben. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.